den Bildschirm wollte ich mir angucken. Oh mein Gott, also keine Werbung hier für irgendjemanden. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich auch das ganze komplette Streaming-Haus selbst bezahlt habe. Viele hatten immer die Vermutung gehabt, dass ich mir alles sponsoren lassen habe. Habe ich aus dem Grund mir nicht sponsoren lassen, weil ich wollte wirklich das Zeug verbauen, was ich zu 1000% selber feiere und fühle. Und deswegen habe ich mir auch nichts sponsoren lassen. Aber wir gucken mal kurz den Monitor, Leute. Ich muss mal kurz gucken, wo der ist. Wo ich den gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wo habe ich den Monitor gesehen? Bro, guckt euch das an, Digga. Dieser Monitor, 360 Hertz hat der. 360 Hertz, Bruder. Also, sorry, aber the world farthest eSports Display. Ja, der Display wird doch alles auseinandernehmen. Also, das ist wirklich crazy. Der, wann kommt denn der jetzt raus? Ich glaube, der kommt jetzt irgendwann raus, ne? Wer ist denn der? Ich glaube, der war 800 Euro oder so. 360 Hertz, Bro. Wo ist der jetzt? Wie teuer ist? Ach, hier. Offiziell Preis $799 kostet der. Also, ich denke mal, wird er in Deutschland so 750 kosten, oder? Aber das ist wirklich von den Leistungsdaten her ganz, ganz böse Geschichte. Ganz, ganz böse. Ja, ich werde mir den auf jeden Fall preppen, sag ich ehrlich. Ich werde mir den, weil das ist 800 Euro, ich sag euch ehrlich. Viele werden jetzt sagen, also klar, ihr könnt noch warten. Ich denke mal, der Monitor wird auch wahrscheinlich in einem halben Jahr bis Jahr günstiger werden. Aber man muss sagen, diese 800 Euro sind, wenn man es so sieht, da braucht ihr in den nächsten 5 bis 10 Jahren braucht ihr keinen neuen Monitor. Ne? Das ist abgesaved. 360 Hertz, da brauchst du die nächsten Jahre keinen Monitor mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach 360 Hertz noch so viel kommen wird. Weiß ich nicht. Irgendwann ist ja wahrscheinlich auch mal so die Grenze erreicht. Ja, ey Tim, ich sag dir auch, der ist, überleg mal, das sind 750 Euro. Dafür kaufen sich Leute einen Computer. Aber ich sag mal so, wenn man das investieren möchte, weil man irgendwie, sag ich mal, E-Sportler-mäßig heftig ist oder weil man halt irgendwie ein paar Fortnite-Earnings schon hat, kommst du an dem Monitor wahrscheinlich nicht dran vorbei, weil alle Fortnite-Pros mit denen zocken werden. Er wird sich aber halt lohnen, ne? Also es ist halt eine langfristige Investition, müsst ihr da auch sehen. Das wird halt so ein Ding sein, das brauchst du die nächsten Jahre nicht auswechseln. Ja, das ist ja logisch, Rahi, dass nicht jeder so viel Geld hat. Ich rede ja gerade auch nur von einer Investition, bin ich der Meinung, die sich, falls man irgendwie sich ein neues Setup bauen will, drum und dran, sich definitiv lohnt, mal etwas tiefer in die Tasche zu greifen, als sich eventuell erstmal einen Monitor, überlegt mal, ihr kauft euch einen Monitor für 200 Euro, ja, 2 Jahre später kauft ihr euch wieder einen Monitor für 200 Euro und dann kauft ihr euch wieder einen Monitor für 200 Euro und dann kommt ihr auch irgendwie mal drauf. Es gibt derzeit auf dem Markt 600 Euro Monitore, die viel schlechter sind. Ja, das ist Jonas, sag ich dir ehrlich. Also Preis, wenn man diese 360 Hertz sieht, Preis-Leistung, vielleicht 750 Euro, ist das meiner Meinung nach ein fairer Preis, ja, definitiv. Ja, die meisten von euch werden wahrscheinlich eh nur eine Konsole haben, so weißt du. Auf entspannt.